Im Jahr 1900 stellte sich der Physiker Max Planck eine einfache Frage. Warum leuchten erhitzte Gegenstände? Schmiede wussten seit Jahrhunderten, dass sich die Farbe von Objekten beim Erhitzen ändert, aber als Physiker versuchten, diesen Effekt zu berechnen, stießen sie auf ein Problem. Newton behauptete, dass Atome bei Erwärmung schneller schwingen. Nach Maxwell strahlen schwingende Ladungen elektromagnetische Strahlung in Form von Licht aus. Bei niedrigen Frequenzen funktionierte das vereinte Modell, aber bei steigenden Frequenzen strebte die Lichtenergie ins Unendliche. Was absurd ist. Dann postulierte Max Planck, dass Energie in diskreten Paketen, Quanten, abgestrahlt wird. So konnte er die Energie erhitzter Körper berechnen. Je heißer ein Objekt ist, desto höher ist die Frequenz seiner Strahlung. Deshalb kennen wir die genaue Temperatur der Sonne, 6000 Grad Celsius.